Dann, wie geht es als nächstes weiter? Feuermedaillon irgendwas, oder? Zum Schattensumpf. Achso, nee. Warte, was? Ich glaube, das ist der Anfang einer wunderbaren Freundschaft. Richtig. Öffne mal die Karte. Aber hier ist ja nichts. Wolf, hier ist doch gar nichts. Wieso sagt man mir immer die Karte öffnen und dann ist da halt nichts? Aber ich glaube, ich kann die Flöte nämlich nochmal spielen. Pass mal auf. Und ich glaube, wir können mit der Flöte fliegen. Wir können quasi Fliegen einsetzen und der portet uns wirklich. Oh, endlich können wir. Wir können schnell reisen dadurch. Das ist mega geil jetzt. Dafür der Vogel. Oh, das ist fantastisch. Wir haben Fliegen erlernt. Oh, das ist wirklich, wirklich gut. Oh, das ist wirklich gut. Ja, dann müssen wir erst immer die Flöte dafür spielen. Aber das ist ziemlich cool. Das hat es mit der Karte als letztes Bild auf sich. Ja, genau. Man kann halt hier jetzt eben, ne? Schön, das ist ziemlich cool. Ach, du hast da geguckt. Ja, bei gefiederter Hilfe. Verstehe schon. Ja, ja, genau. Ja, wenn man jetzt die Flöte spielt, dann... Oh, fantastisch. Wo noch, ne? Von wegen, upsi, Schnellreisen, wie ist das? Immer hier. Aber jetzt können wir mit dem Vogel das voll gut machen. Sehr schön. Aber jetzt müssen wir ja trotzdem irgendwie weiter Feuermedaillon holen, oder? Glaube ich. Da müssen wir, glaube ich, wahrscheinlich wieder zum Schattensumpf, denke ich. Steht hier, glaube ich, oder? Oder wie? Also ich glaube, ich muss wieder in die Schattenwelt, wenn ich das richtig sehe, nicht wahr? Das heißt, Flöti? Kann ich da schneller hin, bitte? Irgendwie? Keine Ahnung. Hier zu vier, oder? Ja, guck mal. Ah, oh, wir können auch immer nach Hause fliegen. Oh, wie geil, oh. Was? Wir dürfen Gecko bereiten. Was? Ja, genau, bereitet mich vor. Nee, ihr dürft mir echt helfen und so, ne? Wie gesagt. So. Genau, pass auf. Jetzt sind wir wieder hier, was echt fantastisch ist. Dann halte ich mich mal kurz. Oh, mir. Oh, ich glaube, jetzt wird es doch besser, weil wir jetzt fliegen können. Im Notfall können wir immer Lichtwelt zurück, Flöte spielen, heilen. Weißt du? Ich glaube, vielleicht ist es jetzt, wird es jetzt besser ein bisschen. Ja. Aber der Damage ist immer noch hoch. Aber ich weiß auch, dass es bald eine Rüstung gibt, wo uns ein bisschen schützt. Jetzt schauen wir halt mal. Wir machen das jetzt weiter hier so. Oh, ich kann hier durch? Warte, ist hier auch eine Fee? Ach, in der Lichtwelt auch, ne? Oh, das ist perfekt. Oh mein Gott, das ist ja super. Oh ja. Oder bin ich in die Licht... Nee, das war in der Schattenwelt und Lichtwelt, ne? Beides, glaube ich. Ich glaube schon. Ja, ich laufe wieder komplett falsch. Wolf, du darfst mir voll gleich gerne sagen, wenn wir in der Schattenwelt sind, wo es hingeht. Ne? Wenn du magst. So, warte, oh Gott. Der Pfeil ist hier, glaub, spiegelverkehrt, oder? Genau. Doch nicht. Wo ist denn? Da. So, zurück hier. Kann ich auch hier Vogel einsetzen? Geht das? Nein, in der Schattenwelt geht's nicht. Ah, okay. War mir fast klar. Das dachte ich mir. Na gut. Okay, dann geht's theoretisch eh hier runter, denke ich. Aber das Feuermedaillon, oder? Wäre ganz lustig. Ja. Wo könnte dies nur sein? Oh nein, oh nein. Was war das denn gerade eben? Hä, der wurde gerade... Hä? Verdoppelt? Was war das? Ah ja, genau. Wahrscheinlich bist du dumm im Kopf. Du musst wieder zu den Pfeilern. Hä? Meinst du unten? Im Süden. Ja, ja, genau. Guck. Oh, wie geil. In beiden Welten ist hier die Feenquelle. Oh, fantastisch. Echt, muss ich wieder zu den Pfeilern? Echt? Also wieder gen Süden, oder was?
Okay. Warte, muss ich zum Bombenshop? Muss ich jetzt wieder zum Bombenshop? Joha! Komm weg mit euch, echt. Okay, krass. Ich weiß nicht, was ist hier? Keine Ahnung. Nö, irgendwie nicht, ne? Keine Ahnung. Hä, wo muss ich hin? Hä, zu den Pfeilern? Ja, was bringt mir das? Ich weiß, irgendwann gibt es hier eine Special-Bombe. Hä? Was ist da los? Was ist da los? Nee, ich muss einfach zum Sch ich muss zum Sumpf oder was? Ich muss zum Schattensumpf, ne? Ich muss zu zwei. Das stimmt schon, ne? Das Bild zeigt die Pfeile, die du mit dem Hammer runterdrücken musst und dann nach links. Ich glaube, ich muss einfach zum Sumpf hier runter zu zwei. Ja, laut Text. Ich schaue nicht nur auf die Bilder, weißt du? So wie es aussieht, muss ich, glaube ich, einfach zum Sumpfi. Ich soll den Schattensumpf betreten, scheinbar. Keine Ahnung. Genau, südlich. Vom Bombendings, da sind wir ja jetzt. Und hier soll der Eingang irgendwo sein, ne? Oder so. Oh Gott. Vielleicht noch südlicher? Ich weiß nicht. Hey, bitte lass mich halt durch auch. Das ist, glaube ich, zu südlich. Ja, geil. Hier ist gar nichts. Eine Fee nochmal. Junge, wie viele Feen gerade? Aua. Ja, wir sind südlich von noch weiter runter. Ach so. Geil. Was sind das für ein fliegender Pilz? Dachte, das sieht ganz gut aus, oder? Ah ja, schau. Das da? Das soll ich jetzt betreten, hä? Hi, Level 2 Sumpfpalast. Okay, aber... Ach, das ist das Wasserding, ne? Oh nein. Oh, Sumpfpalast, das ist dieser Wassertempel-Scheiß. Ich bin es, da merkt ihr gut, was ich dir zu sagen habe. Alles hat ein Gegenstück in der anderen Welt. Verändert sich etwas in der Lichtwelt, wirkt sich das auch auf das Gegenstück in der Schattenwelt aus. Ja, ich hab's schon verstanden. Das ist da dieser eine Eingang, wo wir den Hebel gezogen haben, nämlich. Und dann ist da Wasser und dann können wir rüber schwimmen. Okay. Aber da steht ja, ich soll's betreten. Warum? Das ergibt ja nicht mal Sinn. Hä? Ich muss ja. Ja. Au. Ich gehe jetzt mal. Hier hin. Hier muss ich sowieso dann den Hebel ziehen. Oh, das war dumm. Es stimmt ja nicht mal. Bombenshop liegt der Eingang zum Schattensumpf, den du betrittst. Es stimmt ja nicht. Weil unten steht Feuermedaille, ich soll nach links in die Wüste gehen. Wow. Ah ja, genau. Im folgenden Abschnitt rennt zunächst südlich ins nächste Bild. Wende dich hier links und folge der Richtung Eingang der Wüste links eben. Die haben mich voll verarscht. Wir müssen nach links. Wir hätten links rumgemusst. Wir hätten links rumgemusst. Dann gehen wir jetzt nach links.
bevor wir das machen. Oh Gott, wer ist er? Hier vielleicht. Wir hätten links rumgemost. Jeppa, und zack. Weg mit dem Kack. Hops. Bitte, bitte sterben Sie alle. Eines qualvollen Todes. Dankeschön. Was ist hier drin? Dann gehe ich... Ah, das sieht ja schon viel interessanter aus hier. Soll ich hier jetzt den Spiegel nutzen? Würde ich mal machen. Hallo? Hallo. Aha! Aha! Schau an. Und dann ist da das Buch. Halte das Masterschwert hoch und du wirst das Feuermedaillon erhalten. Geht doch. Very nice. Oh geil, das lässt hier alles explodieren. Das Feuermedaillon. Seine Magie verursacht eine riesige Explosion. Achte auf deine Magieanzeige. Nice. Geilo, wir haben das Feuermedaillon. Oh, fantastisch. Das hilft uns sehr. Cool. Sehr gut. Mies versteckt. Jupp. Aber jetzt geht's wirklich in den Sumpf, ne? Hops. Wobei, ich glaube, hier kommt dann dieses Mottenvieh. Und da habe ich echt was voll Lustiges gesehen, wie jemand eine Biene eingesetzt hat. Ich würde echt gerne eine Biene mitnehmen jetzt. Ich glaube, da war was. Und zwar... Ah, nee. Hä, nee, wo ist der? Nee, Skelettwald. Ach so, nee, da kommen wir erst noch hin, okay. Ah, nee, dann passt's erstmal, glaube ich. Nee, das glaube, das geht dann so. Jetzt haben wir das Feuermedaillon. Ach stimmt, da geht's noch um Magieanzeigen, ne? Ich glaube, man kann die Magieanzeige noch verbessern. Wäre vielleicht auch ganz praktisch. Genau, weil das Zauberpulver haben wir schon. Ach so. Ja, cool. Ach so, wir müssen einfach nach Kakariko, so wie ich das hier lese. Ja, das ist ja machbar, oder? Dann würde ich mal das hier machen, denke ich. So, dann holen wir uns noch eine verbesserte Magieanzeige, glaube ich. Am Ende haben wir dann auch noch aus Versehen 100%. Ja, ich meine, hey, ist doch okay, oder? Dann haben wir es auch nicht nur so durchgespielt, dann haben wir es richtig hart durchgespielt. So, warte mal, Vogel? Oder ich kann ihn einfach hinfliegen. Schwupp! Ja, ne? Voll gut. Hier. Jiha! Ja. Wir sind jetzt nach unten, oder? Zum letzten Haus oder so. Wo ist der Schmied? Das ist nicht der Schmied. Glaube ich. Hallo, wer bist du? Ah, ja. Ja. Okay, warte mal. 150 Rubine, Alter. Ich weiß nicht.
Wir brauchen bessere Magieanzeige. Ist hier richtig? Ich muss den Schmied oder so finden, keine Ahnung. War der hier? Ich weiß echt immer nie, wo der ist. Nee, das ist die Bücherei hier. Hauptsache, ich krieg nochmal Damage. Genau, wahrscheinlich, ne? Hier sind echt viel mehr Wachen als vorher. Was ist denn los hier? Hey, weg von mir, echt jetzt mal. Hör mal auf jetzt. Hey, echt jetzt mal. Bitte, Leute, echt. Ey, ohne Witz, ich dreh durch. Wahnsinn. Hallo, bist du der Nein. Wo war Heslon Schmiedi? Schmiedi Gonzales. Der war ja ganz woanders. Hoppla. Die Bilder sagen rechts. Hey, hier? Was ist da? Ach, das Cut. Oh mein Gott. Kleine Spielchen gefällig. Na gut, mach ich. Rechts. Auch okay? Mehr Truhen darfst du nicht öffnen. Ja, aber wenn ich hier nochmal reingehe, dann schon, oder? Ich mache jetzt immer die rechte. Ach so, ist das immer dasselbe? Jetzt sind es 20 Rubine. Nee, es ist nicht immer dasselbe. Okay, warte mal. Ja gut, wenn es immer randomized ist, dann wird es ja irgendwann stimmen, oder? Aha! Scheiße, ein Rubin. Ein Rubin. Rubine. Lol. Von Kakarikodorf einfach nach rechts. Ja, echt so. Vom Bild her musst du ganz... Ja, okay. Dann einfach nach rechts. Supergeil. Ein Rubin. Wir machen das so lange, bis ich irgendwas Geiles krieg. Rubin. Hä? Ist ja randomized, oder? Es ist Zufall. 777 Rubine, geil. Man kann es trotzdem quasi hochfarmen. Voll lustig eigentlich. Ist ja super witzig. 20 Rubine. Weil, ja, manchmal kriegt man ja doch 50. 20? Oder haben wir da schon mal ein Herzteil gekriegt oder so? 50. Alter, Leute, was geht ab hier? Okay. 50? Geil. Finalschlag wegen 777, echt so? Finalschlag. 50! War das eine Anspielung auf Final Fantasy? 7. Hier. Wie heißt's? Ah, scheiße. Ach, weißt schon, oder? War das eine Anspielung? Ja, ne? Cool. Hab ich voll verstanden. Cool. So. Aber hilf mir mal kurz die Tasche. Wie hieß es nochmal genau? Final Fantasy 7, warum vergiss ich den Titel gerade? Ich hab's auf PSP und Switch. Ich glaube, die rechte Truhe ist es nie. Ich probiere mal andere Truhen. Da. Crisis Core, danke. Richtig. Hä, hier ist nichts drin, oder? Haben wir hier schon mal ein Herzteil geangelt? Wisst ihr das? Da war bestimmt eins drin. Alter Falter, was geht ab? So. Das Witzige ist, dass man hier trotzdem Rubine hochfarmen kann. Das ist so lustig. Ja, keine Ahnung. Ich gehe da mal weiter, ne? Aber war jetzt schon witzig, auf jeden Fall. Da ist der Schmied, ne? Dieses Kackhaus.
Aber... Hey, Moment, ich bin doch hier auch irgendwie gerade runtergekommen. Oh mein Gott, man kann ja doch hier hoch, ne? Upsi. Hey, was ist mit ihm? Egal, dann habe ich eine Fee halt nicht. Ist okay, ich wollte sowieso später eine Biene oder so holen. Ist schon okay. Jetzt geh mir aber nicht auf den Sack. Ach ja, Crisis Core Final Fantasy. Schon auch cool, ne? Ah ja, schau mal. Da kann ich ja auch wieder gegen rumsen. Bäm, aber passiert nichts. Was war hier? Ach so, richtig, das ist dann der Gang. Ah, schau an, endlich mit dem Hammer komme ich hier durch dann. Aber Schmiedi sagt nichts oder keine Ahnung, hi. Hey, halt, das ist nur was für Profis, halte ich lieber im Hintergrund. Was? Erst wenn mein Kollege wieder auftaucht, können wir dein Schwert härten, tut mir leid. Ah, wir brauchen den Fuzzi. Mein Schwanz mag dich nicht. Hä, hey, halt, ich bin Gerücht. Habe ich vor kurzem auf PS4 gespielt, echt nice. Ist schon ein cooler Titel, ne? Ist was hier jetzt? Was ist das? Hier sollen wir Zauberpulver, glaube ich, nutzen. Hey! Du wagst es, meinen dunklen Schlummer zu stören? Ich meine, vielen Dank, Sir, ja. Doch jetzt werde ich an dir Rache üben. Sei gewappnet. Das geht in Ordnung. Sir? Was? Ich verspott dich und dein Unglück. Nun wird dir nur noch halb so viel Magie abgezogen. Und jetzt gib dein Bestes, obwohl auch das nicht reichen wird. Schönen Tag noch. Was? Was? Es war ein freundlich böser Dämon. Unsere Magie wird nur noch auf jeden Fall halbiert genutzt. Hey, cool. Prost. Was war das denn Lustiges? Was? Ja. Hey, wie gut war das denn? Okay. Cool. Auf jeden Fall, das ist schon mal sehr hilfreich, dann auch wegen Medaillons und so. Dann ziehen die nicht mehr so viel ab, wa? Cool. Aha. Das ist sehr lustig. Da sind einige Fragen im Kopf gewesen, wo ich es durch hatte. Echt? Crisis Core? Ja, aber spielt ja auch vor Final Fantasy VII. Ich glaube, dann wird das alles in Final Fantasy VII ja beantwortet werden müssen. Normalerweise, glaube ich. So, cool. Hätten wir das schon mal erledigt. Nice.